Als vegetarisches Hauptgericht zu unserem Gourmet-Varieté haben wir nun unseren Bulgur von Delicatessa mit feinen Paprikawürfeln angereichert. Den geben wir hier in die Mitte. Dann haben wir unseren hausgemachten Auberginen-Kaviar, den wir hier in drei Nocken um den Bulgur geben. Und zwischen dem Auberginen-Kaviar haben wir in Olivenöl mit Gewürzen eingekochte Kirschtomaten. Und auf den Bulgur haben wir unsere Auberginenröllchen gegrillt mit Schafskäse gefüllt. Nun geben wir auf die Gewürztomaten noch etwas gehackte Pistazien. Und das Ganze wird nun mit dem SG-Zauberstab der Firma Unold aufmontiert. Wir geben hier zum Montieren noch etwas frische mit dem Olivenöl hinzu. Und saucieren nun die Tomaten-Olivensoße um den Bulgur. Als Abschluss geben wir unseren frischen Buschbasilikum oben auf. Guten Appetit!